ist eure Werkeline. Heute sind wir, der Tino und ich, im Stellwerk. Wir hinken der Zeit ein bisschen her. Heute ist es bereits der 23. März. Wir sind hier im Stellwerk. Wir haben vor, den Christbaum noch abzuschmücken. Wie gesagt, wir hinken der Zeit hinterher. Und jetzt wird dann gleich in ein paar Minuten, so hoffen wir, der Königssee-Express aus Berchtesgaden vorbeikommen. Der ist heute von Nördlingen, vom Bayerischen Eisenbahnmuseum, losgefahren und der kommt jetzt dann am Stellwerk vorbei und dann hoffen wir zu erwischen und euch dann zuschauen zu lassen, wie er vorbeifährt. Ja, kleiner Hinweis noch auf unser 50-jähriges Vereinsjubiläum 2019. Vom 30. Mai bis 2. Juni haben wir unser 50-jähriges Vereinsjubiläum. Und wir hoffen, ihr kommt alle, ist einiges geboten. Und er weiß dann gleich, es kommt. Warten auf den Zug und zeigen uns noch ganz kurz eben unser Stellwerk in Rosenheim-Mai. Heute sind wir wirklich schlimm. Und mit dem tollen Ausblick. Mit dem tollen Ausblick eines Rosenheimer Frühlingsabends oder Spätwinter oder wie man das, was nennt man das jetzt eigentlich? 23. Februar ist Spätwinter, gell? Wobei das Abendrot, das kommt eigentlich gar nicht so richtig schön zur Geltung in der Kamera. So, das ist also der Ausblick aus unserem Rosenheimer Stellwerk, wie es der Fahrdienstleiter mal früher gehabt hat. Dieses Häuschen hier ist von 1946, ist aber wohl, soweit wir das noch rauskriegen konnten, schon 1958 wieder außer Betrieb gegangen, weil dann das große Fahrdienstleiterstellwerk eingeweiht wurde. So, jetzt nochmal was Modernes zwischendurch. Ein Regent aus von der ÖBB Richtung Salzburg. Und jetzt spitzen wir gleich mal die Ohren und schauen, ob unser Dampfzug heute mit der 01180 vom Bayerischen Eisenbahnmuseum Nördlingen, ob der dann irgendwann mal angedampft kommt. Planmäßig sollte er irgendwie sowas um 18.07 Uhr hier in Rosenheim ankommen. Kann aber natürlich sein, dass es Zeitverzögerungen gibt. Wir klappen mal die Ohren auf und bleiben gespannt, ob er fahrplanmäßig hier durchrumpelt. Was Modernes, oder? Sixnet. Doch, das ist er. So, 23.02.2019.
Königssee-Express auf dem Rückweg von Berchtesgaden nach Nördlingen. Bayerisches Eisenbahnmuseum. Auch in der Abenddämmerung noch romantisch. So, der Jörg, unser lieber Lokführer, hat uns noch freundlich gepfiffen. Auch ein ganz alteingesessener Eisenbahnfan, der die 3-Sechsel von uns fährt und auch sonst sehr viel bei uns im Bayerischen Eisenbahnmuseum macht. Schlosserarbeiten, Drehen, Fräsen, ein absoluter Könner. So. Was man noch sehen kann, ist der Nachspann mit einer E-Lok Baureihe 151 von der Bayernbahn. Falls dann doch mal die Dampfmaschine den Geist aufgibt, sind wir da immer auf Nummer sicher. Oh, jetzt geht's weiter, Abfahrt. Leider aufgrund der Entfernung nicht mit allzu viel Ton. So, und das war einfach ein schöner Gruß aus dem Stellwerk Rosenheim für alle Eisenbahnfans. So ganz spontan auf die Husche zwischendurch. Grüßen euch Werkelino und Tino aus dem gemütlichen Stellwerk. Ja, und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ciao.